Heute ist Stefanie Neubert hier vom Heyday Magazin. Die sitzt in Berlin und ich freue mich mega, dass sie da ist. Hallo Stefanie. Hallo Petra. Wir reden übers Altern. Das ist dein Thema, was dich seit einiger Zeit begleitet und du ganz viel Support für Menschen und auch insbesondere für Frauen gibst. Und ja, wir reden übers Altern. Dann lass uns loslegen. Stefanie ist hier. Stefanie ist die Gründerin vom Heyday Magazin, das es seit 2019 gibt. Ist ja noch relativ jung, oder? Also empfinde ich so als, sagen wir relativ, oder? Oder hast du das Gefühl, das ist schon etabliert auf jeden Fall, aber irgendwie so. Ja, die Zeit fliegt. Also man muss sagen, wir sind ja vor Corona an den Start gegangen. Ja. Und ich muss ehrlich gestehen, es hat sich seitdem einiges getan. Also ich habe das Gefühl, dass es schon so eine lange, lange Zeit ist. Ja, das kann ich verstehen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt Corona da reinnimmt, ist das irgendwie nochmal so eine Zeitspanne vor Corona. Das Heyday Magazine, das ist ein Online-Magazin für Frauen. Es gibt auch eine Community dort und da sprechen wir drüber. Und das ist da für Frauen, die sich nicht in Altersschubladen stecken lassen. So beschreibst du das gerne. Und das finde ich schön. Das finde ich, mag ich richtig sehr, weil diese Altersschubladen, die brauchen wir nicht mehr, oder? Nee, auf gar keinen Fall. Also ja, mir ist es ganz wichtig, klar, in der Marketingsprache, als wir das konzipiert haben, da oder das Konzept dann eben auch vorgestellt haben, ja, bei Brands oder whatever, da muss man natürlich schon immer sagen, ja, Zielgruppe 50 plus, Silver Surfer, Silver Society, aber das möchte ich irgendwie nicht. Also ich möchte, dass ich versuche, das zu vermeiden. Also manchmal sage ich so für Frauen ab 40, 45 plus, aber das mit den Altersschubladen, das versteht halt jeder und darum geht es ja auch bei uns im Magazin. Ja, ich habe letztens gelesen, das fand ich auch ganz interessant, dass in Zukunft auch gar nicht mehr diese Altersschubladen so sein werden, also 50 plus, sondern dass die Interessen mehr so ein gemeinsamer Punkt sind. Also was interessiert dich im Leben? Wie hast du dich entwickelt? Wenn du alt bist, machst du noch Sport? Also dass das dann so nachher die Zielgruppen eher sind. Das ist, passt dann ja zu dem auch, dass wir irgendwie nicht mehr so, jetzt bist du 50 und dann machst du dies und jenes, sondern das verwischt sich halt komplett. Die Wege sind anders, denke ich schon, oder? Das merken wir ja auch an uns. Also ja, das ist für mich modernes Denken. Also das ist genau unser Ansatz, weil ich finde es immer so ein bisschen schade, eben auch bestimmte Gruppen dann auszugrenzen, weil uns folgen ja auch 20- oder 30-Jährige, die sagen so, wow, was für tolle Vorbilder, endlich mal eine Frau mit Falten, endlich, ich fühle mich total gestresst, weil ich will gar nicht 30 werden, hat mir mal eine geschrieben, weil sie so Angst hat, weil alle in ihrem Umfeld schon total aufgetunt sind und wie wird es dann mit 40, 50 erst und die Vorbilder, die wir eben zeigen, die machen ihr Mut, also deswegen, ich möchte das gar nicht immer so in diesen Altersschubladen immer oder an diesen Altersschubladen festmachen, weil jeder ist ja auch so alt, wie er sich fühlt. Und eigentlich sind wir ja auch alle ageless, oder? Ja, spannend, was du sagst mit der jungen Frau. Kann ich mir gut vorstellen, dass die einen wahnsinnigen Druck empfinden und mit den ganzen Dingen, die man machen kann oder könnte, ja. Wo du denkst so, wow, wie kriege ich mein Leben dann noch auf die Reihe? Was mich ganz, ganz doll interessiert, mit deiner Community, die du aufgebaut hast, die du hast, wie stelle ich mir die vor? Wie kannst du das mal beschreiben, wie das abläuft? Naja, also da muss ich so ein bisschen ausholen. Und zwar, wir sind ja kurz vor Corona an den Start gegangen und also zu dem Konzept von Heyday haben eigentlich auch Events gehört. Das war auch in unserem Businessplan drin, das konnten wir nicht umsetzen. Und ich komme ja eigentlich ursprünglich aus dem Print. Also ich habe dann so für so eine Harper's oder für eine Gala oder eine Grazia geschrieben und wusste eigentlich immer gar nicht, wer ist denn diese Leserin, die so eine Harper's Bazaar liest. So, ne? Man hatte dann immer so einmal im Jahr irgendwie so ein Marketing-Treffen, so eine Analyse, eine Heftanalyse, aber man wusste das nicht. Und jetzt bei Heyday haben wir dann eben gemerkt, okay, wir sind kurz vor Corona an den Start gegangen, man konnte sich nicht mehr treffen. Die Community war das, was uns alle so zusammengehalten hat, also die digitale Welt. Und eben diese Community ist durch die digitale Welt entstanden. Und man kann sich das so vorstellen, dass wir eben
ganz, ganz im regen Austausch sind mit dieser Community. Also die schreiben uns täglich, die erzählen uns von ihren Wünschen, von ihren Bedürfnissen. Die schreiben uns einfach mal so, hey, you made my day. Also gerade während der Pandemie haben wir ja wirklich jeden Tag ein tolles Porträt über eine Frau gebracht von from all over the world, also aus aller Welt. Und die haben dann auch gemeint, wow, toll, ich folge der jetzt und ich bin auch mit der in Kontakt. Also die vernetzen sich dann auch so untereinander. Und das ist ganz, ganz toll. Also ich kriege manchmal wirklich so Fotos von Frauen. Ach, ich bin gerade in München. Ich habe jetzt gerade die Aktivistin so und so getroffen. Die kenne ich von euch und war mit der auf einer Demo. Also das ist total cool. Also dieses Interaktive ist eben das, was die Community ausmacht. Und das ist eben auch das, was Heyday ausmacht. Diese starke, interaktive Community. Spannend. Und da ist dann auch die 30-jährige Frau, die du eben erwähnt hast, praktisch, die hat dir dann geschrieben, wo du meintest, dass sie das. Genau, also die connecten sich dann auch untereinander. Wenn die jetzt irgendwie zum Beispiel jemanden toll findet, den wir vorstellen oder die wir vorstellen, dann schreiben die sich manchmal auch, dann schreiben die sich an. Also und so wird dieses Netzwerk immer größer. Ja, und so spannend. Ja, weltweit sind wir ja in einem Pro-Aging-Movement. Also es gibt ja bestimmte Hashtags und da gehört eben Pro-Age, Pro-Aging, Pro-Aging-Movement dazu. Und dann findest du da eben alle, die sich dafür interessieren. Und die, die sind eben überall. Also unsere Community sitzt ja, ich bin ja in Berlin gebased. Und das ist auch das Tolle an so einem Online-Business, sage ich auch immer wieder, weil man hat dann Kontakt zu Menschen von aus allen Ecken Deutschlands. Wir publizieren auf Deutsch, aber eben auch aus aller Welt, weil man kann bei Instagram ja alles sofort übersetzen. Das ist total spannend. Und sag mal, wenn ich jetzt Mitglied werden wollte, jetzt unsere Zuhörerin, dann wie machen die das? Also wir haben jetzt, es ist so, also unser Content ist ja kostenlos. Du kannst uns folgen, kannst uns schreiben ganz viele, oh, ich will auch mal im Feed vorgestellt werden. Ich habe eine tolle Lebensgeschichte. Und es ist so, dass wir da nicht mehr nachkommen. Also wir können halt nicht jede Frau von diesen 35.000 Followern, können wir halt nicht jede Frau auch kostenlos vorstellen. Und da haben wir uns jetzt eben eine Membership überlegt. Das heißt, du kannst dir einen Artikel mit 3 Fotos und mit Verlinkungen zu deinen Projekten kannst du dir halt kaufen und dann kriegst du noch Posts und Stories dazu. Das ist dann sozusagen die Community-Rubrik, die wir jetzt eingebaut haben bei uns im Magazin. Und wer da eben Lust hat, dabei zu sein, kann sich da jetzt eben als Member anmelden. Und es gibt da eben verschiedene Modelle. Und ein Modell ist auch, dass man dann noch bei einem Event teilnehmen kann. Okay, und dass wir das dann sozusagen einmal abgeschlossen haben, weil ich finde das spannend. Wenn ich das jetzt wollte oder beziehungsweise eine Hörerin, dann geht sie auf Heyday und dann findet die das auch Mitglied werden, ist es dann wahrscheinlich. Also wenn genau, das ist bei ich möchte vorgestellt werden. Ja, das ist bei Steady. Es gibt so ein Portal, das heißt Steady, das ist für unabhängige Medien, weil man muss sich das ja so vorstellen. Ich sage das auch immer wieder allen. Jeder schreibt mir immer, wie viele Leute arbeiten denn da bei dir? Also das, was ich jetzt hier mache, hat früher eine ganze Redaktion gemacht. Ne? Also da hat eine Redakteurin ein Shooting im Monat vorbereitet. Ich bereite 3 Shootings im Monat vor, mache das Daily Business und noch diverse andere Sachen, die ja hinzukommen. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass wir damit eben Geld verdienen, weil bei uns ist halt kein Verlag im Hintergrund. Also ich habe jetzt kein 10-köpfiges Team wie andere bei Magazin bei der Donna oder Meister oder wie sie alle heißen, da sitzen halt natürlich mehrere Leute. Und um das Ganze stemmen zu können, haben wir diese Membership ins Leben gerufen. Und das läuft halt so langsam an. Also das muss natürlich halt einfach auch nochmal kommuniziert werden und eben auch erklärt werden, dass man sozusagen diese Sichtbarkeit, weil es gibt 2 Dinge, die unseren Leserinnen wichtig sind. Das ist einmal die Sichtbarkeit, die kriegen sie mit dem Artikel, und dieses Vernetzen, die kriegen sie. Wenn sie sich dann eben auch untereinander, können sie sich vernetzen als Community-Members und auch bei einem Event. Okay, spannend. Und wenn da noch Fragen sind, hast du ja gesagt, auf Instagram, da kann man ja auch direkt schreiben. Sonst wenn, einfach weil direkt schreiben. Das ist auch immer ganz, ganz, ganz wichtig, wieder Kontakt. Weil das finde ich eine schöne Idee, sowas zu machen. Und sag mal, Community und Frauen, was glaubst du, warum das so wichtig ist, dass wir Frauen uns vernetzen? Und mein Gefühl ist auch, dass uns das einfach gut tut. Also, weißt, wenn wir das machen. Das geht nicht darum, die Männer auszuschließen, sondern einfach so eine Vernetzung zu haben. Was glaubst du, warum uns das so gut tut? Ja, weil man das Gefühl hat, dass man nicht alleine ist, weißt du? Weil ich sag ja immer, das Schöne an dem Thema Älterwerden, deswegen liebe ich das ja so, ist, dass wir da alle durch müssen.
alle, ob wir arm, reich sind, ob wir weiß oder schwarz sind, whatever. Und wenn man sich eben untereinander vernetzt mit Gleichgesinnten, die die gleiche positive Einstellung haben zum Älterwerden, wie wir das ja in unserem Magazin haben, dann hat man eben einfach auch so das Gefühl, weil wie gesagt, das Älterwerden ist jetzt nicht immer nur alles positiv, aber wir versuchen das Bild natürlich, also sozusagen je positiver man daran geht, desto einfacher wird es. Und wenn man eben auch ganz ehrlich und offen drüber spricht und sagt, hey, das und das lief jetzt nicht so gut oder jetzt auch zum Beispiel das Thema Menopause, da haben sich ja auch ganz viele schon zusammengeschlossen. Und da hat man einfach das Gefühl, wenn man sich mit Gleichgesinnten vernetzt, dass man nicht alleine ist. Und das ist das Wichtige. Man kann sich austauschen, man kann sich untereinander Tipps geben, man wird supported und es entstehen tatsächlich wirklich echte Freundschaften. Das stimmt. Ich habe mal gelesen, es gibt eine Studie, dass für Frauen ist es gesünder, wenn wir uns mit Frauen zusammenschließen, anstatt mit einem Mann. Also nicht, dass das jetzt nicht gegen den Mann ist, aber das tut uns einfach super gut. Während für den Mann ist das sehr hilfreich, zum Beispiel, wenn der mit einer Frau zusammenlebt, wenn der Frau zusammen ist oder auch verheiratet ist. Also Männern tut es richtig gut, aber bei Frauen nicht unbedingt. Ja, Frauen stresst das. Das habe ich auch. Ja, das finde ich auch sehr interessant. Also gut, aber es ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, dass dieses, was du beschreibst, dieser Zusammenhalt, dieses Verständnis, sich austauschen können, wir Frauen tauschen uns ja auch gerne aus. Also das Einfühlungsvermögen. Peter. Ja, genau. Also Männer reden ja oft nicht über ihre Gefühle. Genau. Frauen schon. Und wenn du dich mit Frauen connectest und sagst so, boah, hey, echt, keine Ahnung, mir geht's so scheiße. Ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie seit Tagen nicht geschlafen oder seit Monaten, was weiß ich, dann ist eine Frau einfühlsamer. Mhm. Und verständnisvoller, weil sie das vielleicht eben auch durchlebt hat und emotionaler. Genau, weil da muss ich, wenn ich das einfügen darf, gerade dann denken, ich habe nach dem Studium, habe ich als Pharmareferentin gearbeitet, ein Jahr. Und in der Schulung war das so, da sagte der Mann, wo ich dachte, interessant, wenn eine Frau sagt, sie hat Kopfschmerzen, sagt als Mann, bitte nicht hier hast du eine Kopfschmerztablette, sondern nimm sie in den Arm. Also weißt du, das ist so, wir wollen halt. Wie du sagst, ich habe Tage nicht geschlafen, da könnte ein Mann dann vielleicht sagen, ja, dann nimm doch eine Schlaftablette oder so. Aber das wollen wir ja gar nicht, sondern wir wollen uns einfach, ja, das von der Seele reden und austauschen. Ja. Deswegen ist das so wertvoll. Und mit dem Alter, ne? Mhm. Was findest du positiv am Älterwerden? Wie soll ich sagen? Wo kriegst du da so eine Art Gänsehaut oder denkst, oh, ist das schön, dass ich älter werde, dass wir überhaupt alle älter werden. Also wir werden ja älter. Mhm. Was sagst du? Boah. Naja, das, was ich immer sehe, ich kann ja jetzt, also ich gehe jetzt von mir selber aus und natürlich diese Frauen, die ich halt jeden Tag sehe, mit denen ich spreche. Also es gibt natürlich weiterhin Probleme. Das Leben ist jetzt nicht auf einmal total, total easy. Aber die Einstellung dazu wird einfacher, weil man eben durch die Lebenserfahrung schon so viel mitgemacht hat und sich dann einfach sagt, okay, eigentlich, ich habe schon so viel mitgemacht, das bringt mich jetzt auch noch nicht um. Das schaffe ich auch noch. Man wird einfach resilienter und man wird einfach auch so ein bisschen gelassener, weil ich meine, was soll passieren, wenn du das und das und das nicht erledigst? Also als junge Frau ist man ja oft so gehetzt, gestresst. Man kann nicht Nein sagen. Man will es allen recht machen. Und was mir eben meine Community auch oft sagt, die sagen dann so, nö, ich sag dann einfach nein. Ich nehme mir Zeit für mich. Und ein Tipp, den ich eben auch sehr, sehr gut finde, den ich auch versuche, jeden Tag anzuwenden, ist, wenn ich in so stressigen Situationen bin oder wie jetzt in der Situation, in der mir jetzt mein Laptop am Samstag geklaut wurde, dann denke ich mir so, okay, was passiert? Was kann passieren? Die Welt geht davon auch nicht unter. Natürlich ist es scheiße und natürlich ist es Ding, aber geh einmal kurz in dich und überleg dir, was passiert? Die Welt geht davon auch nicht unter. Es geht ja auch immer weiter. Und das ist ja das Tolle am Älterwerden. Und eben, was ich oft sehe, ist, dass sich Frauen so in der Lebensmitte nochmal ganz, ganz neu erfinden. Wirklich, dass die so eine ganz krasse Transformation durchleben und oft das machen, was sie vielleicht in jungen Jahren nicht geschafft haben. Dass sie nochmal sagen, hey, mit 70, ich wollte immer das und das machen. Ich wollte immer ein Produkt rausbringen. Ich wollte immer das und das machen. Und jetzt
mache ich das? Und das ist so, was mir so zeigt, das ist halt, oft fängt es dann erst so richtig an, manchmal, also in einigen Lebenswegen. Das stimmt. Das stimmt. Und du hast eben mit 70 gesagt, oder? Dass eine Frau mit 70 noch ein Produkt rausbringt. Das wird, glaube ich, auch immer öfter auftreten, diese Phänomene. Und was ich auch empfinde, bin gespannt, ob du es auch so empfindest, dass Frauen mit dem Alter da mutiger sind. Also öfter sich nochmal neue Schritte gehen und Dinge anders machen und sich weiterbilden und all diese Dinge. Ja. Das ist in meiner Wahrnehmung so, dass Frauen da nochmal, sagen wir mal in Anführungszeichen, Gas geben. Also nicht, dass die jetzt so weit so mit Stress, sondern einfach so eine gewisse Leichtigkeit, Neugier, wie so ein Neuanfang nochmal wagen. Ja. Und das finde ich unfassbar schön. Und weil du sagtest, mit Vorbildern, vorhin die 30-Jährige, die du ganz am Anfang erwähnt hast, das ist einfach schön, wenn es solche Vorbilder gibt, oder? Für die jüngeren Frauen. Je mehr, weißt du schon mal, es gibt ja Studien, das ist ja nichts Neues. Also das ist ja schon ganz, ganz lange bekannt in der Psychologie und in den Neurowissenschaften. Je mehr negative Nachrichten, ist ja mit den Nachrichten genauso, je mehr Negativität wir in uns tragen oder aufnehmen, desto negativer werden wir selber. Das heißt, wenn ich jetzt immer nur ein negatives Altersbild kommuniziert bekomme über die Medien, oder eben immer nur, also Alter mit Gebrechen, mit Einsamkeit und solchen Dingen in Verbindung bringe, dann glaube ich das auch irgendwann mal selber. Wenn ich aber sehe, dass es möglich ist, dass noch eine 70-Jährige surft, eine 80-Jährige ein Produkt rausbringt und eine 50-Jährige, was weiß ich, einen Mehrgenerationenhof gründet und nochmal was ganz anderes macht, also dann sehe ich, okay, das Alter ist ab 50 nicht, also es geht nicht bergab, es kann noch mal richtig bergauf gehen und es ist nicht vorbei, es ist sogar echt eine Chance, vielleicht weil man sich getrennt hat, vielleicht weil man endlich gesagt hat, nee, ich mache das nicht mehr mit in meiner Ehe, weil die Kinder vielleicht schon groß sind, das ist ja auch oft so ein Ding, ne? Vielleicht genau deswegen diese Chance nochmal zu ergreifen und zu sagen, aus dem Rest, weil ich meine, von 60 bis 90 sind ja auch noch 30 Jahre, das ist ja eine lange Zeit. Was willst du da machen? Nur zu Hause Trübsal blasen? Eben nicht. Nochmal wirklich, wie du sagst, mutig sein und nochmal was Neues wagen. Mhm. Das stimmt. Das hört sich so schön an. Ja, also ich sag auch. Hast du denn schon was im Kopf, was du vielleicht nochmal Neues machst? Fällt mir gerade so ein. Ja, ich bin halt immer mega inspiriert natürlich von vielen Frauen. Und ich sage, was mir ganz wichtig ist, Petra, das muss ich auch nochmal sagen, es ist jetzt nicht so, weil wir haben ja manchmal so Extrembeispiele, ne? Eine Lena Salme, die dann mit Mitte 60 mit dem Surfen anfängt, oder eine Doro Ritterröhr, die noch ins Wasser geht und Marathon läuft und was weiß ich. Also das muss nicht auf jede zutreffen und man muss auch nicht eine Unternehmerin noch werden. Also es ist einfach, es sind manchmal auch so die kleinen Dinge, dass man sich einfach eben auch Träume erfüllt, dass man einfach mutig ist und sich mal in sich geht, hey, welche Ziele hatte ich eigentlich? Und was hat mich denn damals in den jungen Jahren daran gehindert, das umzusetzen? Dass man das einfach, versucht mal aufzuspüren, welche Wünsche da in einem und Bedürfnisse noch schlummern, die man vielleicht einfach ganz hinten angestellt hat, weil man jünger war. Und das ist mir eben ganz wichtig. Das muss nicht immer dieses Extreme sein. Das sind halt manchmal Beispiele, aber wir mischen das ja. Wir haben ja eine Mischung aus ganz, ganz normalen Sachen und eben auch so ein paar, die halt so verrückte Sachen machen. Das macht diese Sache ja auch bunt, finde ich, oder? Ja. Dass man, also so wie du das erzählst, kann ich mir das richtig gut vorstellen und ich fühle das auch in einer Art und Weise, wenn ich das dann lese bei euch und denke so, wow, was ist da alles möglich und so groß, aber das trifft vielleicht für mich nicht zu. Und dann habe ich eine, wo ich denke, okay, mit dem kann ich mich jetzt mehr identifizieren, das ist ja alles positiv, also das gibt mir ja was, wo ich denke, die Bandbreite ist groß. Ich kann von in Anführungszeichen klein bis ganz viel bewegen und mich verändern. Das macht die Sache ja so spannend. Und deswegen ist es ja so schön, dass ihr das macht und also du vor allen Dingen halt diese ganzen Frauen vorstellst und so Wahnsinn. Und es gibt echt richtig, 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 richtig viel. Hast du ein Vorbild so fürs Alter oder?
Nee, kein ganz bestimmtes. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so viele tolle Frauen und deswegen sage ich auch immer, ich möchte auch nicht so in diese Unternehmerschiene oder so reingeraten. Das kann auch eine Frau sein, die ihr Leben lang zu Hause war und ihre Kinder betreut hat. Wenn die eine tolle Lebenseinstellung hat und was ganz Inspirierendes, dann finde ich das großartig. Und dann ist es auch wert, bei uns natürlich vorgestellt zu werden. Also jede Frau ist es wert. Und ja, also ich habe kein bestimmtes Vorbild, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also es ist immer wieder überraschend zu sehen, wer uns folgt, wer uns schreibt. Und da kommen immer wieder neue, spannende Frauen hinzu. Was mir nochmal ganz wichtig ist zu sagen, ist, weil wir haben ja auch ganz schlimme Lebensgeschichten damit dabei, ne? Also es ist nicht so, dass das jetzt alles nur, ach, die eine hat jetzt nur eine falsche Hüfte sozusagen, sondern es sind ganz, ganz schlimme Lebensgeschichten damit dabei. Was mir ganz wichtig ist, und was ich mich auch immer frage, wie die das schaffen. Also was mir im Feedback halt immer wieder auffällt, ist wirklich, dass man sich selber oft so sehr im Weg steht. Weil wir sind so selbstkritisch oft und so hadern so oft mit uns. Aber wir Frauen sind so stark. Wir sind zu so viel fähig. Und wir können so viel meistern. Und es gibt natürlich einen Grund, warum man natürlich traurig ist, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist. Und das ist natürlich auch ganz klar, man soll trauern, man soll wütend sein. Diese ganzen Emotionen müssen raus. Aber irgendwann mal muss der Punkt kommen, dass man sagt, hey, ich bin für das Leben. Weil älter werden bedeutet zu leben. Und die Alternative von Leben oder das Gegenteil von Leben, das kennen wir. Das heißt, wenn du jetzt wirklich dich vergräbst und denkst so, oh Mann, mit dem Älterwerden hadere ich so. Nein, sei dankbar, dass du älter werden darfst. Ja. Weil du bist noch am Leben. Man muss wirklich dieses für das Leben sein, ist mir eben auch ganz, ganz, ganz stark aufgefallen, dass viele von den Frauen, die so viel Schlimmes erlebt haben, dann eben gemerkt haben, sie sind für das Leben und machen weiter. Das glaube ich dir sofort, dass dieses Gefühl dann bei einigen Menschen aufkommt, für das Leben zu sein. Und das macht ja auch stark, also innerlich stark. Und ich glaube, das bringt einen auch noch mal runter auf die Freuden des Lebens, oder? Dass du dann siehst, was wirklich das Leben lebenswert macht, oder? Und auch auf das, was man schon geschafft hat. Ne? Wir neigen ja dazu, wie gesagt, immer uns zu kritisieren und immer zu sagen, oh Mann, hey, und das müsste ich noch machen, das habe ich nicht geschafft und ah, da war ich nicht gut. Und auch immer die negativen Dinge zu sehen und uns auch von den negativen Dingen mitreißen zu lassen. Das stimmt. Aber man muss wirklich echt sagen, also ich versuche da auch immer an mir zu arbeiten. Und dann, wenn es halt irgendwie in der schlimmen Phase nicht klappt, dann schreibe ich halt wieder Dankbarkeitstagebuch zum Beispiel, weil mir das dann auch hilft, eben diese positiven Dinge wieder mehr im Blick zu haben. Und es ist halt so, dass es wirklich einfach, dass es wirklich ein Geschenk ist, so in uns, also wie wir älter werden dürfen, weißt du? Ich meine, schau mal, unsere medizinische Versorgung, wir leben in Frieden, wir haben die Möglichkeit zum Arzt zu gehen. Ja, ich meine, andere haben das nicht. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, ja? Und am Ende des Tages, ich habe auch ein paar, die Sterbehilfe machen in der Community, ist es halt auch wirklich so, überleg dir, okay, wenn du jetzt wenn du im Sterbebett liegen würdest, woran würdest du denken? Du würdest an deine Liebsten denken, du würdest an den Urlaub in Griechenland denken, mit deinem Freund an die tolle Wanderung auf Lanzarote, whatever. An solche Dinge denkst du, ja? Du denkst an das Gefühl, das du damals hattest, an dieses geborgene Gefühl und diese schönen Momente. Und das ist auch etwas, was man sich oft nicht kaufen kann, mit keinem Geld der Welt. Das kannst du, also die schönen Momente kann man sich ja eh nicht wirklich kaufen. Also klar kannst du vielleicht irgendwo hinreisen, was unfassbar viel Geld kostet, aber das sind halt die Momente. Ich habe mal, war mal in einem Vortrag von einer Frau, ich weiß leider gerade ihren Namen nicht, weil es mir jetzt gerade einfällt, die war Managerin, hat alles aufgegeben und ist durch die Welt gereist, gewandert, ohne Unterkunft und alles. Also wirklich, wo ich dachte, wow, echt anspruchsvoll. Also die hat dann in Toiletten geschlafen und so weiter und so fort. Und dann wird sie immer gefragt, sagt sie, wo sind denn die schönsten Plätze der Welt? Wo ist das denn am schönsten? Wo soll ich denn mal hinreisen? Und dann hat sie gesagt, das hat sie echt zum Nachdenken gebracht damals. Das ist eigentlich egal, wo du bist. Das sind die Momente mit Menschen,
die am schönsten sind, die sie in Erinnerung behalten. Da dachte ich auch, das ist auch bei mir geblieben, dachte ich, ja, okay, das sind die Momente mit Menschen. Ich glaube, das ist auch, was du beschrieben hast, wenn man jetzt auf dem Sterbebett liegt, dass dann die Momente kommen, die man mit Menschen hatte, oder? Und nicht irgendwie, boah, ich hatte jetzt irgendwie, keine Ahnung, den tollsten Kleiderschrank mit tollen Klamotten oder was weiß ich, sondern das sind einfach Momente und die kannst du ja überall haben und jederzeit und dafür dankbar sein. Ja, und das ist halt mir auch immer wichtig, weil gerade in dieser Social-Media-Welt, ich meine, in der sind wir ja auch drinnen, dann denke ich mir halt auch oft so, oh Mann, hey, die haben jetzt irgendwie mehr Follower oder die haben irgendwie, weiß ich nicht was, und die eine ist immer im Urlaub und die anderen haben, die haben alles ein tolles Leben und haben dann ihre 5 Kinder und alle sehen toll aus und alle haben das studiert und ach, der wunderschön aussehende Mann noch dann on top und wie du schon sagst, die tollen Urlaube, die tollen Resorts. Ja, dass man sich davon auch nicht so mitreißen lässt und dann auch immer sagt, okay, das ist halt auch nur diese eine Seite, die da immer gezeigt wird. Ne? Es gibt immer eine andere Seite. Jedes Leben hat eine andere Seite. Jedes einzelne Leben. Definitiv. Und ich glaube, da kommen wir auch immer mehr dahinter. Also weißt du, dass man denkt. Ich hoffe es. Also doch, ich glaube schon. Also wo ich spreche mit den Frauen, die sagen schon, ja, alles klar. Also, weißt du, es ist halt die eine Seite, die man zeigt. Man zeigt halt die schönen Dinge meistens da. Und vielleicht will man die unangenehmen Dinge da auch gar nicht sehen. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ja, das ist halt eine Seite, die da gezeigt wird und die oft ein ungünstiges Gefühl erzeugt. Und ja, deswegen achtsam konsumieren die Sachen, denke ich immer, oder? Ja. Naja. Aber mit dem Alter, ist mein Gefühl, so wie du das beschreibst, einerseits, was wir ganz am Anfang hatten mit den Altersschubladen, dass das immer mehr verschwindet. Also es braucht seine Zeit, aber es ist halt so ein Samengesetz, das glaube ich schon. Und da trägst du ja dann auch mit viel Liebe und Begeisterung dabei. Und andererseits ist, glaube ich, auch, dass in unserer Gesellschaft so ein Samen ist, dass wir mit Respekt und dem Alter umgehen. Ich glaube auch, es ist ein Samen gesetzt, oder? Empfindest du das auch so? Ja, ich hoffe es, weil ich bin natürlich auch immer nur in meiner Community, in meiner Bubble, also klar bin ich auch viel unterwegs, aber du weißt, was ich jetzt meine. Es ist halt so, dass das allgemeine Gesellschaftsbild schon noch negativ geprägt ist, also das allgemeine Altersbild. Also da ist schon noch einiges zu tun. Es behandelt sich und wir sehen das, weil wir in unserer Bubble sind. Mhm. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, ich habe da gestern mit einer Freundin drüber geredet, nämlich, die jetzt eben überlegt, mit Mitte 60 umzuziehen und dann halt auch sagt, okay, naja, dann müsste sie jetzt irgendwie, die ist selbstständig, kriegt nicht viel Rente, du kriegst dann halt auch keine Wohnung. Und das ist Ageism. Das ist das richtige Ageism. Weißt du? Das ist die richtige Altersdiskriminierung. Eine Frau alleinstehend, selbstständig, geht auf die 70 zu, die kriegt halt keine Wohnung mehr. Also ich rede jetzt von einer schönen Wohnung. Ne? Also klar gibt's immer irgendwelche Plattenbauten in Berlin, weiß ich nicht. Wir reden jetzt halt einfach von einem Leben, so wie du das halt vorher hattest, den Lebensstandard auch aufrecht zu erhalten. Und das hat mir sogar mal eine schwedische Leserin erzählt, die hat einen Vintage-Laden, die ist auch über 70 und hat auch gemeint, dass sie Selbstständigkeit ist und dass sie keine Rente irgendwie kriegt, weil sie immer oder wenig Rente oder was auch immer. Und sie muss ihren Laden halt aufrecht erhalten und sie kann auch nicht umziehen und so. Weil wenn sie jetzt umziehen wollen würde, dann würde sie auch keine Wohnung auch in Stockholm nicht kriegen und so. Und das ist halt überall verbreitet. Und das ist eben, das habe ich gestern gesagt, das ist die Realität und die muss sich ändern. Wir brauchen einfach andere Wohnmodelle, andere Lebensmodelle. Wir müssen einfach generationsübergreifend denken und handeln. Und auch die Politik muss das. Weil wir werden ja immer älter. Das ist ja das Ding. Und wir Frauen werden tendenziell auch noch älter als Männer. Auch noch älter. Ja. Und will man die alle weg? Also weißt du, wo sollen die vor sich hin vegetieren? Also man kann doch diese Menschen und muss diese Menschen in die Gesellschaft integrieren und muss ihnen auch die Möglichkeit geben, einen in Respekt und in Würde dann auch älter zu werden. Und vielleicht eben, was mir auch immer wieder auffällt, die meisten aus unserer Community, also die jetzt wirklich schon über im Rentenalter sind und noch älter sind, die machen auch alle noch was. Also keine von denen ist jetzt so, dass sie jetzt irgendwie sich, wie gesagt, so dahin vegetieren will. Weil wenn du halt wirklich, es gibt ja diesen Spruch,
dass man, wer rastet, der rostet. Und das stimmt halt auch. Und ich finde, da muss halt gesellschaftlich auch was passieren, weil diese ganzen Menschen müssen abgefangen werden und natürlich nicht gezwungen werden, jetzt total Vollzeit zu arbeiten, aber halt einfach auch auf so einem ehrenamtlichen oder vielleicht auch irgendwie so andere Modelle, was weiß ich, wie 450-Euro-Jobs. Ich weiß es auch nicht, bin keine Politikerin, aber ich sag halt nur, auch da könnten wir die älteren Menschen viel mehr mit integrieren. Definitiv, definitiv. Und die leisten ja auch einen super Beitrag dann mit der ganzen Lebenserfahrung. Also das ist ja wirklich ein Wert, der sehr sinnvoll ist. Das glaube ich dir auch mit den Frauen. Also dass, wenn die jetzt eine Wohnung suchen, wenn die alleine sind, dass das nochmal eine ganz andere Nummer ist. Ganz andere Nummer. Sicherheiten und so weiter und so fort. Das ist echt auch ein Thema. Wir haben uns ja auch bevor wir jetzt hier die Aufnahme gestartet haben, auch unterhalten. Das ist echt noch spannend, was das Thema Frauen insgesamt und Frauen und Alter angeht. Ne? Also da ist noch einiges zu tun. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Sag mal jetzt zum Abschluss, weil irgendwie ist das für mich gerade rund, also so, wo ich denke, okay, noch mal was zum Nachdenken. Hast du ein Lebensmotto? Oder irgendwie life is was? Now. Kann ich dir gleich sagen. Life is now. Das hat mal die Oma einer Arbeitskollegin in Hamburg, als ich in Hamburg gewohnt habe, die war nämlich auch total lustig. Die hat hat in ganz, ganz vielen Lebenssituationen oder Situationen, in denen wir dann immer so, oh Gott, heute war es wieder so stressig, war damals bei einem Wochenheft, da hatten wir auch echt richtig, richtiges Pensum, ne, abzuliefern immer und waren dann Freitag immer ewig im Büro. Und dann hat die halt, oft kamen die dann irgendwie vorbei oder wir haben die halt irgendwie mal am Gänsemarkt haben wir gearbeitet, gesehen und dann hat die immer gesagt, hey, life is now. Das Leben findet hier und jetzt statt und versuch wirklich auch immer in dich zu gehen und echt auch den Moment zu feiern und den. Und das übertrage ich eben so auf das Älterwerden. Auch so dieses Leben zu feiern und das Älterwerden zu feiern und da auch dankbar zu sein. Mhm. Finde ich schön. Und ich glaube, es gibt da auch gerade einen Kinofilm dazu, der, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Eine Freundin hat mir das heute Morgen geschickt. Ja, ich weiß, gibt es gerade. Und das ist irgendwie auch, haben die nicht auch so ähnlich das Motto, life is now oder irgendwie jetzt oder sowas? Ja. Ich habe mir heute Morgen den Trailer angesehen, als sie mir das geschickt hat und Das passt und das ist ja irgendwie eine Lebensweisheit, die auch über die ganzen Religionen ist, oder? Mhm. Also Buddhismus und so, also dieses Leben im Moment. Und das Coole ist ja, wenn wir älter werden, haben wir ja ganz viel Life is Now, oder? Also wir sammeln ja ganz viel an, dass das Leben jetzt ist. Weißt du, je älter wir werden, desto mehr Leben haben wir. Vielen Dank, wie schön, Leben ist jetzt. Genau, und jetzt hatten wir diese Aufnahme, diesen Talk und es war doch schon wieder total inspirierend und wir werden uns ja auch an diese Aufnahme lange erinnern. Das ist ja das Tolle. Es sind Momente. Das stimmt. Also ich werde mich dran erinnern. Ich finde das mega schön und wirklich eine Empfehlung von Herzen. Schaut bei Heyday vorbei, bei Stephanie auch bei Instagram. Wir verlinken das auch in den Shownotes und wenn ihr Interesse habt, in dem Magazin vorgestellt zu werden, dann nur zu. Ja, warten auf spannende Geschichten. Dann ganz liebe Grüße und vielen Dank, Stephanie. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Tschüss. Tschüss.